Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Im vierten Hochgebet, das wir heute in der Messe gebetet haben, da kommt ein wunderbarer Passus drin vor. Du bist für uns wie ein gütiger Vater und eine liebende Mutter. Das bezieht sich auf Gott. Das meint nicht, dass Gott ein Vater oder eine Mutter ist, dass Gott ein Mann ist oder eine Frau ist. Es meint, dass Gott seine Daseinsweise auf ganz unterschiedliche Art und Weisen für uns zum Ausdruck bringt. Im Buch Hosea heißt es: Ich war für sie wie die, die den Säugling an ihre Wange heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Dieser Satz bezieht sich auf das Volk Israel, auf das Gottesvolk. Dieses Bild voll Zärtlichkeit, es rührt mich wahnsinnig an. Denn Zärtlichkeit, Nähe und Liebe brauchen wir doch alle. Wir dürfen uns im einen sammeln, in diesem einen Gott, der uns an seine Wange hebt wie eine zärtliche Mutter und drückt und liebkost und da ist für uns. Dieses eine Bild ist ein Bild des Trostes, neben so vielen anderen großen Bildern Gottes, die sich Menschen ausdenken, um zu versuchen, diesen Gott ein wenig anschaulicher zu machen, der doch Geheimnis bleibt. Aber dass Gott wie ein Vater und eine Mutter, wie ein guter Vater und wie eine liebende Mutter ist, das mag uns ein Bild sein, was uns hilft auf dem Weg zu ihm, was uns Trost, Liebe und Hoffnung schenken möge. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, wir wissen, dass du unendlich viel mehr bist, als unsere Sprache, als unsere Bilder von dir aussagen mögen. Doch der Trost, dass du für uns wie ein guter Vater und eine liebende Mutter bist, er mag uns helfen, uns dir zu nähern und uns von dir trösten zu lassen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.